die Weihgefäßträgerinnen, diese guten Eumeniden, sind nicht Herrscherinnen über diese Weihgefäße, die sie mit sich herumtragen und an den Brunnen schleppen, bis man sich erbricht. Nein, umgekehrt sind diese unzerbrechlichen Amphoren Hüllräume der Artemis Herrscherinnen, nicht nur über deren Trägerinnen, sondern über die ganze Weltenentstehung selbst hinaus, was in dem Roman der Amöboid-Hohlkugelwesen, die Erde einst heimgesucht haben, aus ihrem verlustig gegangenen Glücksnexus heraus beschrieben ist.